1 ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Er ist Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. War das für Viktor Orban ein guter Auftakt? Ja, für ihn schon. Ne? Er stellt sich hin und sagt, komisch, es sieht so aus, als sei ich der Einzige, der mit allen reden kann. Und ja, das Drollige daran ist, der hat auch noch recht, dass er in Kiew empfangen wurde, sicherlich mit dem Wohlwollen der EU, der er gerade ratspräsidiert. Das war für ihn schon günstig, denn er hat bisher ja den EU-Beitritt, die Verhandlungen darüber, der Ukraine blockiert. Er hat ein Hilfspaket von 50 Milliarden Euro blockiert und er hat den NATO-Beitritt Schwedens, der für die Ukraine zumindest gestisch sehr wichtig war und nun ja doch gekommen ist, blockiert. Einfach wie ein levantinischer Teppichhändler, in dem er immer gesagt hat, ja, da laufen so Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn, nur weil ich die Journalisten ausspähe und die Justiz nach meinem Gutdünken besetzt habe und deswegen kriege ich die Kohle nicht. Und dann setze ich mich eben dahin und halte die Luft an, bis dass ich die Kohle bekomme. So ist es dann eben auch bekommen. Also er hat die EU erpresst auf Kosten der Ukraine und dass das dann kein großartiger Jubelbesuch werden würde, unser Lieblingsgast in Kiew, das war klar. Aber er hatte bis dahin noch den Konsensus der EU, der er eben jetzt turnusmäßig, das ist eigentlich rein protokollarisch, für ein halbes Jahr präsidiert. Die größere Überraschung war dann eben schon der Besuch in Moskau. Das ist an sich keine Überraschung, weil Ungarn ist zu ungefähr 85% von Gas- und Öllieferungen aus Russland abhängig, hat also die EU-Politik der Abschottung da nicht mitgemacht. Und natürlich hat sich Putin den Spaß gemacht zu sagen, das ist doch gar nicht nur unser langjähriger Partner Viktor Orban, unser Kumpel aus Ungarn, sondern auch der Vorsitzende des Rates der Europäischen Union. Also Putin verlegen um internationale Anerkennung im Westen, auch wenn er inzwischen sagt, puh, wer ist der Westen? Ich habe die BRICS-Staaten. Und natürlich gönnt er sich so die Fackel, den Zündfunken des Brandsatzes in die Europäische Union zu schmeißen und zu sagen, guck mal, der ist in offizieller Funktion da. So, und heute erfahren wir nun, warum die Reise von Bundesaußenministerin Baerbock nach Budapest abgesagt wurde, weil er nämlich nach Peking muss. Und auch da sagt, guck mal, ich kann mit allen reden. Wie gefährlich oder schwierig wird dieses halbe Jahr von Ungarns Ratspräsidentschaft denn für die EU? Na, wir sind ja aus diesem Birkenstock-Gipfel mit 92 Staaten vor einigen Wochen herausgekommen mit Unvereinbarkeit. Also damit, dass Russland nicht eingeladen war, was jetzt den Themenkomplex Ukraine angeht. Und prompt China, den man den entscheidenden Hebel zutraut, die entscheidende Macht, den entscheidenden Einfluss auf Moskau, deswegen auch gar nicht gekommen ist. Putin hat für die Ukraine unannehmbare Forderungen gestellt. 4 Gebiete, die er militärisch noch gar nicht besetzt hat und viel weitergehendes. Und so war der Birkenstock eigentlich nach Karl Valentin eine Gelegenheit, dass alles gesagt war, nur noch nicht von allen. Und darauf verwiesen wurde, anschließend braucht es jetzt einen Prozess. Dass dieser Vermittler Viktor Orban, der seit 18 Jahren mit Unterbrechung herrscht in Ungarn, hier im Westen sehr schlecht angesehen ist und auch alles dafür getan hat, dass er schlecht angesehen ist, ist vielleicht gerade die Eintrittskarte bei den Gesprächspartnern, mit denen er jetzt reden möchte. Man kann auch andersrum drauf gucken. Wenn wir den schon durchfüttern seit Jahren, obwohl er mit den Werten der Union, der Europäischen Union besonders wenig zu tun hat, sie auch immer wieder benutzt, um sie A zu beschädigen oder B sich etwas abkaufen zu lassen. Wenn wir so einen schon haben, dann soll er das auch nutzen. Wenn es einen Schuss in der Ukraine verhindert, ist es besser, als es nicht getan zu haben. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank. Gerne. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.